Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Freitagabend, Wochenende. Heute haben wir eigentlich hier einen besonderen Tag in der Gruppe, weil wir haben heute unsere 2000. unser 2000. Mitglied hier feiern und begrüßen dürfen. Sehr, sehr, sehr schön. Schön, dass du da bist, nochmal auf dem Weg hier und schön, dass ihr alle überhaupt hier seid in der Gruppe. Das ist so, so schön. Liebe Karin, schön, dass auch du jetzt hier live dabei bist. Ja, was ist noch möglich? Gehen wir die 3000 jetzt an die nächsten Monate, okay? Aber das ist jetzt nicht der primäre Grund, warum ich eben mal noch Handy in die Hand geholt habe und nochmal online bin. Ich habe heute Morgen ja schon so ein Video gemacht, einen Live-Beitrag, wo mir mal wieder so bewusst wurde, wie viele Schleier so über uns liegen. Wo ich so das Beispiel gebracht habe von den Kindern, die ich da heute Morgen an der Bushaltestelle gesehen habe, wo man so den Unterschied zwischen den Erstklässlern schön sehen konnte, denjenigen, die dann schon in die 5., 6., 7. Klasse gehen und vor allem auch den Erwachsenen, die da an der Bushaltestelle gestanden haben und das. Ja, mir das immer so im Herzen wehtut, wenn ich das so sehe, wie trüb unsere Augen geworden sind, weil wir glauben, zu dem System ausgeliefert zu sein. Und vielleicht geht es dir ja auch so, dass du genauso wie ich irgendwo vielleicht in der Verwaltung arbeitest, noch zur Zeit und dir eigentlich nichts sehnlichster wünschst, als endlich so deine Fähigkeiten und deine Talente annehmen zu können oder diese auch leben zu können, diese entdecken zu können. Vielleicht geht es dir so wie mir. Ich habe auch so am Schreibtisch gehockt und habe gedacht, irgendwie ist das alles jetzt nicht mehr so richtig zu 100% mein Ding. Hallo, liebe Antje. Ich habe mich irgendwie zu was anderem berufen gefühlt. Ich habe irgendwo in mir gespürt, da muss es doch noch mehr in mir geben. Und was auch immer so ein Thema war, was mich so beschäftigt hatte, war, dass ich mir eigentlich ein Leben in Leichtigkeit und in Freiheit und vor allem in finanzieller Unabhängigkeit gewünscht habe und endlich das zu finden, was wirklich mein Ding ist, um das dann eben entsprechend auch zu leben, also das auch in erster Linie tun zu können, was ich liebe und nicht tagsüber Dinge zu machen, die mich eigentlich nicht die Bohne interessieren, die ich nur mache des Geldes wegen. Und ich habe mich ja auch, vielleicht geht es dir ja auch so, dass du dich noch damit tröstest. Da draußen gibt es ja Menschen, denen geht es noch schlechter als dir. Das waren auch alles so meine Gedanken, wo ich mich viel mit getröstet habe auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch gedacht habe, bei allem Trost, den ich mir da selbst gebe, irgendwie läuft es aber trotzdem falsch. Irgendwie läuft es trotzdem nicht in die richtige Richtung. Irgendwie läuft wertvolle Lebenszeit an mir vorbei. Und das ist das Einzige, was ich nicht zurückdrehen kann. Ich kann keine Lebenszeit zurückdrehen. Die Zeit, die vorbei ist, ist ein und für alle Mal vorbei. Und deshalb hatte ich so in mir schon gespürt, es ist jetzt eigentlich höchste Zeit, dass ich eine Entscheidung treffe, dass ich mir endlich so den Leitfaden hole. So das Navigationssystem, wie ich von dort komme, dort rauskomme, wo ich gerade drin stecke, nämlich tagsüber am Schreibtisch zu hocken und ja, doch nicht meine eigenen Fähigkeiten und Talente da zu leben. Vielleicht geht es dir ja auch gerade so. Und auf der anderen Seite sind bei den gleichen Gedanken, die dann so mir durch den Kopf geschwirrt sind, sind natürlich auch Gedanken aufgekommen, wo ich auch natürlich auch Angst hatte zu scheitern. Und Angst hatte, meine Ängste in der Richtung auch zu überwinden. Und dann habe ich wieder angefangen zu zweifeln, ja, habe ich überhaupt besondere Talente oder habe natürlich auch an mir selbst gezweifelt. Vielleicht geht es dir ja gerade so, dass du
dass du wirklich irgendwie endlich so deine Fähigkeiten annehmen möchtest und auch leben möchtest und auch frei leben möchtest, finanziell unabhängig sein möchtest, dass du es auch leid bist, zu dem Geld immer hinterher zu rennen. Das war bei mir auch immer so ein Aspekt. Ich war es auch einfach leid, dem Geld hinterher zu rennen. Habe auch gemerkt, es macht auch keinen Sinn. Das Geld kann viel schneller rennen, als ich überhaupt rennen kann. Ja, dann kommt natürlich auch irgendwann mal wieder so der Zweifel an sich selbst auf. Habe ich wirklich Talente? Man hat uns ja auch nicht beigebracht, einen tiefen, festen Glauben in sich zu entwickeln, sondern selbst wenn wir als Kinder uns mal getraut haben, wirklich felsenfest an sich selbst zu glauben, dann war das Umfeld ja ganz schnell mit gut gemeinten Ratschlägen da und hat diesen festen Glauben ja auch noch mal zunichte gemacht. Das ist ja so im Erwachsenen-Dasein mit der größte ja, Faktor, mit der größte Schwachpunkt, den wir haben, dass wir nicht an uns selbst, an unsere Fähigkeiten, an unsere Talente einfach glauben. Und dann passiert Folgendes, und in der Richtung war ich ja auch längere Zeit unterwegs. Dann macht man hier mal eine Ausbildung, sucht hier, sucht dort, kauft sich da mal ein Buch, macht da mal einen Kurs, besucht da mal ein kostenfreies Webinar. Dann sieht man mal, ist irgendwo mal eine Offline-Veranstaltung, da geht man mal zu einem Vortrag und solche Dinge. Und letzten Endes dreht man sich immer und immer wieder im Kreis und merkt nach einer Weile, verdammt, stehe ich ja wieder dort. Da will ich doch eigentlich gar nicht mehr hin. Vielleicht kommt dir das bekannt vor, auf diese Art und Weise oder auf ähnliche Art und Weise. Und wie kommst du da nun am schnellsten raus? Schau mal, wenn du dich jetzt, ich sitze ja jetzt hier gerade im Saarland, wenn du jetzt in, keine Ahnung, angenommen, du hockst in Berlin und du willst zu mir ins Saarland fahren, mit dem Auto, machen wir das als Beispiel. Wie kommst du am schnellsten dann von Berlin hier ins Saarland, wenn du dich ins Auto hockst? Indem du dich einfach ins Auto hockst und losfährst und so ein bisschen eine Orientierung hast, wo der Weg hingehen soll, wo Saarland so ungefähr liegt, dann wirst du irgendwann vielleicht mal hier im Saarland ankommen. Du wirst ein paar Schleifen drehen, du wirst irgendwo in Städten landen, wo du denkst, könnte die Richtung sein. Dann wirst du noch mal in Städten landen, wo du denkst, kommt mir bekannt vor, da war ich doch schon mal. Und wenn du Glück hast, kommst du dann irgendwann mal hier im Saarland an. Was wäre denn das Klügere, wenn du auf dem schnellsten Weg hier im Saarland ankommen willst, weil du weißt, da ist die Lösung für dich, dann würdest du doch wahrscheinlich das Navigationssystem im Auto anmachen, damit du wirklich rasch von Berlin hier im Saarland ankommst, um dir die Lösung zu holen für dein Thema. Ja, ich glaube, das Beispiel bringt es am besten auf den Punkt. Solange du wirklich hier guckst, dort guckst, da was probierst, da mal noch eine Ausbildung machst, irgendwann sind wir so voller Ausbildungen und Zertifikaten und haben Wissen auch angehäuft und wissen trotzdem nicht, wie wir das Wissen anwenden. Irgendwann darfst du auch mal darum gehen, das Wissen auf die Straße zu bringen und sich zu zeigen. Das ist im Übrigen auch oftmals etwas, was dann in Ausbildungen nicht, wenn es jetzt nicht speziell darum geht, wie man sich am Markt positioniert und wie man sich da draußen zeigt, dass das auch eben funktioniert. Das sind alles Dinge, wo ich nur zu gut weiß, wie es dir da vielleicht gerade geht. Als ich so meine erste Ausbildung als Mentaltrainerin gemacht habe, da dachte ich, wow, jetzt geht's los. Jetzt darf ich mich Mentaltrainerin schimpfen. Und jetzt geht's los. Nix ging da los, weil ich mit einem Bauchladen unterwegs war.
Zum einen hatte ich immer noch nicht meine Talente und Fähigkeiten wirklich entdeckt. Ich hatte halt einfach ein Zertifikat, dass ich mich Mentaltrainerin nennen darf. Und war dann natürlich da draußen für alle da, wollte für alle da sein, war letzten Endes für niemanden da. Also das, was wirklich dann immer noch so in mir verborgen war, das hatte ich auch mit dieser Ausbildung nicht entdeckt, sondern ich wäre glücklich gewesen, wenn ich damals jemanden gehabt hätte, der mir gezeigt hätte, wie ich mich denn dann wirklich auch mit dem Mentaltraining meine wirklichen Fähigkeiten und Talente entdecke, wie ich mich dann am Markt einfach zeigen kann und genau meine Zielgruppe ansprechen kann. Es wäre die absolute Abkürzung gewesen, wenn ich dieses Navigationssystem damals schon gehabt hätte. Aber zu meinem Weg gehörte es halt dazu. Und das sind genauso die Schritte, die wir letzten Endes, die ich mit den wunderbaren Frauen gehe, die und ein Mann haben wir ja dabei. Vielleicht bist du ja auch der Nächste, wenn hier ein Mann gerade zuschaut. Wir haben ja auch ein paar Männer hier in der Runde. Wo wir genau hinschauen, was sind genau deine Fähigkeiten, deine Talente? Was ist genau das eine Ding, was dich ausmacht? Und die meisten, mit denen ich arbeite, und das trifft ja auch auf mich zu, ich habe so viele Talente und Fähigkeiten, die ich ja auch alle nicht außen vor lassen will. Und so geht es den meisten, mit denen ich zusammenarbeite. Und das ist immer auch noch mit die größte Angst, dass man sich einfach fokussiert nur auf das eine Ding und die anderen Talente und Fähigkeiten und Interessen aber dann außen vor lässt. Und genau das packen wir natürlich auch zusammen. Das waren wirklich auch Bedenken von mir, wenn ich mich jetzt wirklich fokussiere auf das eine Ding, was mich ausmacht, was wirklich meinen Fähigkeiten entspricht und damit dann rausgehe, dass ich alles andere brachliegen lasse. Aber das ist nicht so. Es geht wirklich so darum, das eine Ding zu finden, was dich ausmacht, in erster Linie, und alles andere, was deine Talenten, deine Fähigkeiten, deine Interessen sind, was du schon dir an Wissen angeeignet hast, was du schon so zwischendrin auch an Ausbildungen gemacht hast, mit Zertifikat oder ohne Zertifikat, was du dir schon an Wissen angeeignet hast, einfach weil es dich interessiert hat, in Büchern, in Webinaren, in Kursen, was auch immer, oder auch in Vorträgen. Das kann man alles zusammenpacken und so zu einer großen, sag ich mal, runden Sache werden lassen. Und dann geht es natürlich darum, auch am Markt sich so zu etablieren, wenn ich jetzt von Markt spreche, das hört sich so businessmäßig an, weil letzten Endes, mir fällt kein anderes Wort dafür ein, sich so da draußen zu zeigen, ist vielleicht der bessere Ausdruck, dass die Menschen, die dann genau zu dir passen, dich auch finden und rasch auch deine Hilfe wiederum in Anspruch nehmen möchten. Dazwischen gibt es natürlich noch einige Schritte, die dann auch erforderlich dazu sind. Das ist jetzt nur mal so in Gruppenschritten, in Gruppenpunkten genannt, wie das alles wirklich auf wunderbare Weise funktioniert. Und dann passt das. Sandra schreibt, wie bemerke ich denn meine Talente? Wie baue ich dann darauf aus? Deine Talente und deine Fähigkeiten. Sandra, eine Variante ist, du guckst zum Beispiel mal in deinem Bücherregal, was du da an Büchern stehen hast, was du gerne liest. Dann guckst du mal auf deinem Computer, was du da an kostenfreien E-Books, Kursen, bezahlt oder kostenfreien Varianten hast. Guck mal auf dem YouTube-Kanal, welche Kanäle du abonniert hast. Guck mal in deinem Bücherschrank, wo du vielleicht auch noch Videos und DVD hast oder Aufnahmen oder irgendetwas. Das sind so die Dinge, wofür du dich interessierst. Und du interessierst dich dafür, weil in dir verborgen da gewisse Talente einfach auch sind, die genau das letzten Endes auch leben möchten. Für diese Dinge, für die du dich interessierst. Also dieses Interesse und die Fähigkeiten, die Talente,
die sind auch, ja, eigentlich immer miteinander auch gekoppelt. Hilft dir das, überhaupt mal an deine Talente zu kommen? Und vor allem, schau auch mal, wo du immer wieder auch im Umfeld um Rat gefragt wirst, um Ratschläge, um Ideen oder wo du anderen beihilfst. Worum geht es immer in Gesprächen mit deinen Freundinnen, mit deinem Freundeskreis, mit deinem Umfeld oder Kollegenkreis? Was sind da so zentrale Themen, die dir richtig Freude machen, über die du gerne sprichst? Dahinter verbergen sich deine Talente. Und wie baust du darauf auf, in einem Satz, simpel und einfach, indem du dich von deinen Glaubenssätzen verabschiedest, dass du das nicht kannst, dass man damit kein Geld verdienen kann? Wenn das so einfach wäre, würden das ja alle machen. Also das sind alles so die Dinge, die in unserem Köpfchen ja dann vorgehen. Und vor allem im Hinblick Talente noch was ganz, ganz Wichtiges, was ganz, ganz Wesentliches. Wir glauben, oder so rum, wir machen so viele Dinge, die so selbstverständlich für uns sind, die aber für andere überhaupt nicht selbstverständlich sind. Und weil sie für uns so selbstverständlich, leicht und einfach sind, glauben wir, das ist kein besonderes Talent, das kann doch jeder. Da ist auch ein Knoten drin. Ja, macht das Sinn für dich? Sandra, danke. In den Punkten hast du recht. Um Beziehungsprobleme, sowas ziehe ich immer magisch an. Ja, genau. Da hast du ja ein paar Aspekte jetzt hier bekommen. Sehr, sehr schön. Da scheinst du eine wunderbare Ratgeberin bislang zu sein, wenn es um Beziehungsprobleme geht. Und hast vielleicht da ganz besondere Talente, die sich dahinter verbirgen. Und deine Seele und dein Herz wollen dich vielleicht schon ganz oft darauf hinstupsen: Hey, da war doch mal was. Das ist dein Ding. Bitte, bitte lausch doch mal auf uns und folge uns. Also ich spreche jetzt mal als deine Seele, als dein Herz. Vielleicht kannst du das ansatzweise so annehmen, wie sehr deine Seele und dein Herz da auch schon rufen. Bitte, liebe Sandra, lausch doch mal auf uns, folge uns doch mal, entdecke doch endlich dein Ding, entdecke doch endlich mal, was für ganz besondere Talente und Fähigkeiten sich dahinter verbirgen und leb das doch endlich mal und hör auf, langfristig dich zu verbiegen und tagsüber Dinge zu machen, die dir nicht mehr entsprechen. Ich spreche jetzt nicht davon, wenn du jetzt im Job bist, wie ich ja früher, öffentlicher Dienst, oder du bist vielleicht auch in der Verwaltung oder sonst irgendwo in der freien Wirtschaft. Es geht nicht darum, den Job jetzt zu kündigen und ins kalte Wasser zu springen. Das kann man alles wunderbar nebenbei sich aufbauen. Aber am einfachsten, am schnellsten geht es natürlich, wenn man sich das Navigationssystem holt und sich zeigen lässt, wie das auf dem schnellsten Weg geht. Weil, und da spreche ich von einem Zeitraum von etwa einem halben Jahr. Weil das Wertvollste, was wir wirklich haben, ist unser Leben und die Lebenszeit. Und ja, da haben wir alle schon mal die Erfahrung gemacht, wo wir liebe Menschen im Umfeld verloren haben, wo wir gedacht haben, ja, so schnell kann es vorbei sein. Und das war ja auch ein großer Aspekt bei mir, wo ich gedacht habe, nee, ich treffe jetzt eine Entscheidung, lass mich an die Hand nehmen, lass mir zeigen, wie ich mich jetzt. Bei mir war es ja so, dass ich das mit so einem Bauchladen auch schon unterwegs war. Wie ich das jetzt wirklich so auf die Beine stelle, was mir ja auch wichtig war, dass ich wirklich ein monatlich stabiles Einkommen habe. Aber
Freiheit und Freizeit habe, mir meine Zeit selbst einteile und dass quasi jeder Tag wie ein Urlaubstag letzten Endes ist, weil ich genau das mache, was meinem Herzen entspricht. Und das ist bei mir nun mal, dir dabei zu helfen, deinen Seelenplan auch zu entdecken und ihn zu leben, deinen Seelenberuf daraus zu kreieren. Sandra schreibt, vielen lieben Dank, Irmgard, deine Worte sind ja sehr berührend, ja, sehr schön. Danke dir für deine Offenheit hier auch und für dein Dabeisein und dass ich dir diese Impulse jetzt auch schenken durfte. Okay, also, das waren so die Impulse zum Freitagabend von mir für dich, weil ich dir dabei ja auch helfen möchte, dass du nicht weiterhin wertvolle Lebenszeit verlierst, sondern ein bisschen rascher deinen Seelenplan findest. Oh mein Gott, hast du das gerade auch so vermittelt bekommen? Das passt jetzt voll Leben zu kurz und alles, das durchlebe ich auch, was du sagtest. Wow. Jetzt weiß ich, warum ich heute Abend noch online gegangen bin, um dich zu inspirieren, Sandra. Okay. Also, wenn du jetzt oder diejenigen von euch, die jetzt hier live dabei sind oder vielleicht auch die Aufzeichnung später anschauen, wir sind jetzt noch eine Woche, glaube ich, jetzt war, ja, eine gute Woche sind wir jetzt hier noch im Saarland, wo ich auch noch ein bisschen Zeit habe, nochmal für eine kostenfreie Durchbruchssession, für ein Gespräch unter vier Augen, wo wir da nochmal näher hinschauen können. In meinem Online-Kalender sind, glaube ich, sogar für morgen ist, glaube ich, noch ein Termin frei. Muss mal schauen. Ich schaue gleich auch noch mal selbst. Schau mal, ob da ein Termin noch für dich frei ist. Und dann können wir auch gerne unter vier Augen da mal sprechen und da Klarheit schaffen, wo denn da noch der Knoten liegt, was denn da so alles in dir verborgen ist, wo du jetzt vielleicht noch nicht hinschaust oder hinschauen kannst. Das ist immer so das Wertvolle, wenn man so als Außenstehender mal draufschauen kann und wenn man da so mal Aspekte und Inspiration von jemand Außenstehenden bekommt, weil man selbst ist so in seinen eigenen Schleiern und Themen gefangen, dass man das gar nicht sieht. Ich weiß das nur zu gut von mir und deshalb sage ich auch, also von den Menschen, die mich jetzt auch noch begleiten. Ich würde es so gerne mal jedem von euch hier meine Augen geben, dass du, jeder von euch hier mal mit meinen Augen auf dich schaut, weil dann würdest du, es würde dir wie Schuppen von den Augen fallen, wie leicht und einfach es sein kann, wirklich sein Ding zu entdecken und ja, da rauszukommen aus diesem Hamsterrad, aus dieser Gelebtwerden-Falle und aus diesem Marionettendasein. Ich habe mich früher auch oftmals so gefühlt wie so eine Marionette. Ja. Ja, schön, liebe Sandra. Schön, dass ich dir diese Impulse jetzt hier schenken durfte. Also, ihr Lieben, ganz, ganz liebe Grüße. Habt einen wunderbaren Abend noch. Wir sehen uns hier in der Gruppe. Bis dahin. Tschüss.